Und ein herzliches Willkommen wieder zurück zum Let's Play von Star Wars Battlefront. Und erstmal danke dafür, dass ihr mich alle abonniert habt. Das ist richtig geil. 200. Abo-Special, das kommt bald. Ja. Ist nichts Tolles, ist nichts Großes. Wird einfach nur so ein kleines bisschen was beinhalten. Ist was, ja, doch. Es betrifft ein bisschen mit euch und vielleicht auch sogar, auch vielleicht die anderen zukünftigen dann Abonnenten. Und erstmal natürlich Hallo an Sandro. Oh Gott, Pierre Gallini war das, glaube ich. Ich muss nochmal nachgucken in YouTube auf jeden Fall. Vielleicht, falls du dich angesprochen fühlst. Ja, du bist jetzt mit da drin. Hey, hey, hey. Okay, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir jetzt Multiplayer machen. Ich habe gerade mega Probleme, in einem Battle of Jakku Spiel überhaupt reinzukommen. Ich weiß leider nicht, wieso das so ist. Es sucht bis runter bis 30% und das ist einfach nur ätzend. Aber erstmal wollte ich euch ganz kurz was zeigen, nämlich am Diorama. Da habe ich jetzt zwei neue Sachen freigeschaltet. Echt cool, also sich das anzugucken ist sowas von geil. Die Qualität vor allem unschlagbar. Also ich finde es richtig cool. So, genug gequatscht. Also AT-AT brauchen wir noch 7 Kampfläuferangriffe, dann haben wir den AT-AT. Boah. So, Luftspeeder, Schattentruppler. Luftspeeder brauchen wir 10 Spieler in jedem Multiplayer-Modus halt, was wir gewinnen müssen, um ihn halt freizuschalten. Finde ich echt extrem krass für so einen komischen Luftspeeder. Ja, und hier haben wir noch viele, viele andere. Ich will jetzt nicht so lange quatschen. Hier haben wir zum Beispiel den TIE-Jäger freigeschaltet. Ich finde ihn richtig geil. Ich weiß nicht, wieso. So, vielleicht. Einige wissen es, andere vielleicht nicht. Ich wusste schon vorher, was TIE Fighter bedeutet. Also TIE heißt eigentlich nur Twin Ion Engine. Sozusagen Doppel-Ionen-Antrieb. Das sagt ja schon diese drei, die drei roten Punkte. Die zwei roten Leuchtchenlichter da hier, das sind die dann sozusagen die Twin Ion Engines. Das sind sozusagen Ionenantrieb. Ich weiß gerade gar nicht, wie das mit den Ionen nochmal funktioniert. Ich glaube, das wird irgendwie als Gas. Ne, warte mal. Irgendwann mal Ionen. Gas. Ich will jetzt keine Scheiße labern. Ich höre lieber auf, sonst reise ich mich noch mehr in größere Scheiße rein und dann kommt ein mega Shitstorm unter meiner Kommentarbox. Egal. So, jedenfalls weiß ich, was ein Twin Iron Engine ist. Fertig aus. Mickey Mouse. Slave One. Benutze insgesamt 10 Stunden lang Fahrzeuge im Multiplayer-Modus. Krass, wirklich. Wir haben bis jetzt gerade nur 2 Stunden 25 geschafft. Twi'lek Rebel. Freigeschaltet. Yay, cool, wa? Den haben wir freigeschaltet, aber es geht auch nur. Erhalte im Base Commander bei der ersten Belagerung der Rebellen Kampagne 3 Sterne. In der Rebellenkampagne 3 Sterne. Das heißt, App runterladen aufs Handy und die Rebellenkampagne spielen. Das ist die extra für Battlefront gemacht wurde. So, hier haben wir zum Beispiel auch den Sturmtruppler. Ich verstehe nicht, wieso die eigentlich nicht Sturmtruppe sagen, aber ich finde auch Sturmtruppler ist okay. Ich sage auch immer Sturmtruppler. Han Solo. Sammle 1 Million Punkte im Multiplayer-Modus. Haben wir bald. Dann haben wir Han Solo. Tatooine-Rebell. Erziele 1500 Kills als Rebellensoldat Multiplayer-Modus. X-Wing. Ich finde X-Wing sowas von geil. So, ich weiß nicht, was der X-Wing zum Beispiel für einen Antrieb benutzt. Sieht jedenfalls nicht nach so einem Ionenantrieb aus, oder? Ich glaube nicht. Also ich muss mich auf jeden Fall mal ein bisschen mehr noch mit... Ich merke schon, ich muss mich auf jeden Fall mehr mit Star Wars beschäftigen. Und was das hier ist, das sieht mir so aus, so für die Ionen. Genau, das sind die Ionendinger. Also die Torpedos. Genau, da fliegen die Torpedos raus. Und ich denke mir die ganze Zeit so am Schiff, wo fliegen denn die Torpedos raus? Aber jetzt, wo man mal so gucken kann, da sieht man das natürlich. Hier ist es natürlich heiß, da kommt es wahrscheinlich raus. Ja, klar. Jetzt macht es alles Sinn. Und hier haben wir nochmal den Millennium Falcon. Sieht schon geil aus, oder? Also ich habe den ja hier links neben mir zu stehen. In etwas kleiner, fast 1:1. auf dem Schreibtisch. Beziehungsweise neben mir auf meinem Terrarium. So, und wie wir sehen, hier zum Beispiel in einer kleinen Box hier drin, und da ist zum Beispiel Han Solo und... Na... Nein... Chewbacca! Da haben wir auch Chewbacca drin. Ich habe schon mal kurz nachgeguckt, ob da irgendwie vielleicht nicht sogar Luke Skywalker hier unten drin ist, aber nein, war er leider nicht. So, aber das war kurz der kleine Ausflug, ja, im Millennium Falcon. Es wird auf jeden Fall noch ein
Let's Play zum Battle of Jakku mit Kampfläuferangriff geben. Ich versuch's gerne jetzt noch einmal. Ich hoffe, dass ich vielleicht jetzt irgendwo joinen kann. Wenn nicht, mache ich jetzt erstmal Helden versus Schurken und danach, später auf dem Nachmittag werde ich dann nochmal gucken, wie die Server sind. Dann wird es dann am folgenden Tag, ergo morgen am 4. Dezember, genau, am 4. Dezember oder am 5. Dezember, je nachdem, wie jetzt mein Uploadplan ist, hat sich halt ein bisschen mehr verändert. Erstmal dafür, ne? Ist echt viel geworden. Und ja, egal. Jetzt gucken wir erstmal schnell nach. Kampfläuferangriff, da haben wir. Karte wählen. Friedhof der Giganten. Und. Komm schon. Join. Tritt der guten Seite der Macht bei. In einem fast vollen Server. Bitte. Nein, die macht das nicht mit uns. Ich merke schon. Ne. Seht ihr also, ganz, 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 ganz schwach. Es gibt keine Server gerade. Genau wie das hier. Da habe ich das auch schon gerade versucht. Habe gerade schon eine Aufnahme gemacht, konnte gleich wieder abbrechen, weil ich nichts gefunden habe und 10 Minuten doof gequatscht habe. Aha, 2-2, immerhin. Jetzt warten wir mal kurz aufgeregt. Vielleicht finden sich ja noch andere an. Katze auf Toast. Okay. Bin ich mal gespannt. Bleiben wir mal kurz ein bisschen drin, so ein Minütchen oder so, oder vielleicht sogar zwei, mal schauen. Oho, ja geil, wir können... Oh. Was ist das für ein scheiß Team-Matching hier? Schaut mal. Das ist scheiße. Das Team-Match ist scheiße. Und einer hat mich gerade verlassen. Oder er ist schon gejoint, ich weiß es nicht. Hast du die Chance, eine Versorgungskapsel zu bergen, solltest du sie nutzen. Okay, wir sind jetzt aber hier im Frachtmodus. Es tut mir leid, dass wieder der Frachtmodus da ist. Aber ist ja genau selber eigentlich wie Walker Assault. Muss Frachtmodus auf das guazianische Ödland. Das ist was Neues. Das hab, die Karte habt ihr noch nicht gesehen. Ich nämlich schon. Könnte ein Vorteil sein. Wir haben Sperrfeuer und Zielschuss. Sehr, sehr wichtig. Explosiver Schuss. Schauen wir mal. So. Und jetzt warten auf Spieler. Warten auf Spieler 1. Einen Spieler brauchen wir noch. Scheiße. Nur weil der eine Vogel rausgegangen ist. Ah, wir hätten jetzt schon zocken können. Ja, dann können wir unser Loadout schon mal nochmal begutachten. Und die Freischaltung vielleicht. So, wir brauchen auf jeden Fall... Wir gucken uns erstmal hier um. 1700 für so einen Menschenschädel, ey. Ich fasse es nicht. Ja, jetzt würde ich mir so Onkel Ben machen. Nee, nee. Solustana, erster Rang 40. Okay, oh, no. Nee, die will ich nicht. Ich wäre eher so für so einen... Nee, Rodianer auch nicht. Ich wäre für so einen Zabrak. Oder Twi'lek irgendwie. Zabrak oder Twi'lek, der, keine Ahnung, da würden mir die Schlabberteile um die Ohren fliegen und das möchte ich nicht. Warte auf Spieler 3? Euer Ernst? 4? 5. Ja, also jetzt sind wir sie. Oh nein, warum warten die alle? Wir hätten doch so schön jetzt zocken können. Okay, das sind diese Struggles, sag ich jetzt mal, von Star Wars noch. Wir machen jetzt wieder Fracht. Gegen goizianische Ödland aus und kriegen natürlich wieder einen komplett leeren Server, wo wir genau dieselben sind, garantiert. Hey, habe ich doch gleich wieder meine 10 Minuten rumbekommen, ohne einmal zu spielen. Danke fürs Zuschauen. Das gibt's ja gar nicht. So, Suche wird auf 25% volle Spieler ausgewertet, erweitert. Ja, 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 ja. Nix. Gar nix. Keine Chance. Also wir hatten gerade wirklich die Chance gehabt. Und dann hat einer nur das Spiel verlassen. Der hatte gerade keinen Bock oder hat vielleicht eine schlechte Leitung. Oh, Leute, mit einer schlechten Leitung, wie ich die hasse. Da wartet man 10 Stunden drauf, bis die joinen. Genau, vor allem bei League of Legends ist es genauso. Da wartet man dann 1000 Stunden, bis der endlich mal joint. Und dann auf einmal Spiel abgebrochen. Ja. Okay, wie wir sehen, hier bringt es auch nichts mehr. Jägerstaffel, Kampfläuferangriff. Machen wir mal, versuchen wir mal Gefecht. Gefecht auf goizianisches Ödland. Bitte, 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 wenigstens. Ja! Ja, wir können spielen. Okay, wir machen Gefecht auf dem goizianischen Ödland. Ui, yay, cool, kann ich euch doch noch was zeigen. Also doch wieder 10 Minuten blöd rumgelabert. Aber egal, Gefecht goizianisches Ödland. Jetzt geht's gleich los. So. So sieht's aus. Wir haben hier mehrere ATS-Tests, die durch die Schlucht gelaufen sind und einfach krepiert sind. DL44 Blaster, ja, ich weiß. Ich benutze den jetzt einfach mal.
Na, wo bist du? Nix da hier. Idiot. So. Ah, sehr schön. Wir haben unseren... Nein! Ah, fuck. Der hat mit der A280 geschossen. Egal, wir sind gleich drin gewesen. 2-1. Ich glaube, es wird eine gute Runde. Das ist meine erste Runde heute. Normalerweise ist das ja so. Erste Runde. Weil man sich erst um... einspielen muss. Ey! Das ist eigentlich immer scheiße. So, aber der Nachteil ist mit dem DL-44 Blaster, er macht gut Schaden, eine gute KD, aber man muss präzise schießen. Autsch, 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 autsch. Nein, der hat uns... Ah, scheiße, Lucky RT, ich glaube, der ist ganz gut. Wow, 7-1 hat der. Warum habe ich die Hände? So komisch, das will ich haben. Aha. Kann ich mal wieder mit einer bekannten Hand zocken? Jo. Oh, wir haben ihn gekillt! Wir haben ihn gekillt von hier hinten! Oh, oh, Alter! Alter, von hinten! Ah, nein, schon wieder raus aus dem scheiß Fenster! Ah, ich hasse es! Nein, es ist keine hohe CPU-Auslastung hier. Hör auf zu lügen, CPU. Beziehungsweise OBS. OBS hat mich gerade angelogen und gesagt, nee, hohe CPU-Auslastung. So, okay. Und bumm. Für die Rebellion! So, Pacho ist weg. Was? Zwei Schüsse hat er für mich gebraucht? Krasse Sache, okay. Listener, Gear. Cool, hi. Vielleicht guckst du mir zu, vielleicht auch nicht. Hi. Immer schön nett sein mit dem Völkchen. Und tschot. Scheiße. Frech, frecherweise. Schnell lang. Schnell. Wir bringen die Schlacht unter Kontrolle. Oh, Alter. Bumm und tot. Ich glaube, mein Infanteriegeschütz ist hier recht gut. Was ist von hinten? Oh, wie fies ist der denn? Der hat da gekämpft oder so? Scheiße. Einfach draufballern. Oh, ist das krass. Oh, wir haben einen getötet. Ja, wir haben ihn noch. Also ihr seht, es ist hier ein richtig schneller Shooter. Wir müssen hier sehr, sehr groß aufpassen, was wir hier machen und rumlaufen. Der eine hat schon 12,5. Das müssen wir auf jeden Fall toppen. Top, top, top. Oh, was? Takal? Scheiße. Wir haben wieder 9,8. Wir brauchen auf jeden Fall eine bessere KD. So geht's nicht weiter. Hm. Der... Ja, wie soll ich sagen? Explosionsschuss, der bringt eventuell nur einen Teil was. Ich kann es euch ja gerne mal vorführen. Vielleicht treffe ich, vielleicht auch nicht. Dafür muss man auf jeden Fall gut treffen. Jetzt ist meine Maus auch ein bisschen zu empfindlich eingestellt. Headshot! Oh. Was? Wie konnte der denn das überleben? Ist ja krass. Oh, was? Was?
Campers? Warum sind die denn so? Wir müssen noch mal ein bisschen besser spielen. Goodie. So. Ich wusste gar nicht, dass es hier Camper gibt beim Spiel. Das ist Schachtmodus. Hallo? Da setzt man sich mal kurz in die Ecke und campt. Total normal. Ihr schafft das. Wir sind fast am Ziel. Gibt's doch ja nicht! Scheiße. Wow, Alter! Mit der T... Ja, war klar, so mit der T21B. Aber wir haben gewonnen. Perfekt. Bin nicht der Beste, aber wir haben gewonnen. Ah, immer noch den Scheißhus, den ich weiß. So. Aber er ist schon besser geworden. Glaube ich jedenfalls. Hey, cool. Meister Kill Assist. 10. Scheiße. Aber wir sind Meister Kill Assist. So. 19.000. Oh, wir müssen immer mehr einsammeln. Das letzte Mal, wo ich mich dran erinnern konnte, mussten wir ja nur 35.000 einsammeln und jetzt ist schon 53.000. Hey, ist genau umgedreht die Zahl. So. Also, das ist halt... Oh, jetzt sind wir wieder auf der Jütland-Wüste hier. Ja, aber so ist der Modus halt gewesen. Ist eine schöne kleine Map. Also man hat sozusagen eigentlich einen Hauptkanal und dann so mehrere kleine Seitenkanäle sozusagen bei dem goetianischen Ödland war das, glaube ich. Ja. Und es ist nett, es ist fresh, es ist mal was Neues. Das sind halt die zwei neuen Maps halt, die man hat. Und es ist nicht schlecht. Ich kann nichts darüber Negatives jetzt sagen. Und ich bin mal jetzt ein ganz, ganz böser Wicht. Wie ihr seht. Schrotflinte, Jump Pack und Kontaktgranate. Ist vielleicht für diese Map gar nicht so schlecht. Mit meinen Scout Sternmap. Well, this game is fair. It is. Bad Rebel. Warte mal, ich weiß jetzt nicht, Rebel? Nein. Rebel. Scum. Bad Rebel Scum. So! Oh, da hat jemand schon mal ein Dingeskirchenschlag gemacht. Ah, oh, scheiße. Ein guter Anfang, wie erwartet. Und weg mit ihm. Deswegen, das ist so böse. Haltet die Augen nach feindlichen Einheiten offen. Wo ist er hin? Oh. Ey, so krass, Mann. Die Waffe ist sowas von heftig, wenn man sie gut beherrschen sollte. Geil. Oh, wir haben den einfach so weggeschossen. Bup, und weg war er. Ah. Total heavy hier, Leute, wirklich. Und 5-0 haben wir. Ja, ist aber auch wegen den Teams. Ja, die sind aber auch fast genauso gut, also sollen sie sich mal nicht so einkacken. Sag ich jetzt mal ganz offen und ehrlich. Oh, da kommt jemand um die Ecke hier. Hm, doch nicht? Scheiße.
Das ist meins. Ein Power-Up. Was haben wir Schönes? Oh, Thermal-Imploder. Sind die denn jetzt alle hin hier? So, okay, meiner hat's schon mal nicht gebracht. Oh oh. Oh, Orbitalangriff. Da müssen wir ganz nach oben jetzt. Ja? So. Hier müssen wir hoch. Irgendwie. Oh, perfekt. Jetzt sind wir hier oben. Oh, krass. Hat er mich doch jetzt erwischt? Jawohl, 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 jawohl. Bitte, 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 bitte. Nein, das war zu weit nach vorne. Ich hab doch hinten anvisiert. Der hatte doch noch hinten anvisiert gehabt. Scheiße. Das ist natürlich wieder mal so ein richtiger schöner Fail-Moment. Oh. Nein! Oh, hat der Glück. Oh, hat der Glück wirklich. Der hat mega Glück gehabt. Scheiße. Wir brauchen noch mehr so eine... Da. Ich verstehe es nicht. Habt ihr es vielleicht auch schon mal gemerkt, dass manche überhaupt gar nicht diese Power-Ups wirklich einsammeln? Ich die andere Seite, Freund. Wow! Bumm hat's gemacht. Wow! Krass. Oh nein, der hat uns jetzt erwischt. Verdammt. Okay, aber ich weiß nicht, wie viel steht's? 12-3? Ey Leute, ich bin gerade gejoint. Ganz ruhig bleiben hier. Wow. Scheiße, wir können hier erstmal gar nicht runter. Wenn wir kein Jump Pack haben, weil sonst würde der Aufprall uns zu sehr schmerzen. Nein! Seine Annäherungsbombe, verdammt! Oh, nein! Scheiße! Alter, was ist hier los? Wir sind hier gerade mitten im Gefecht hier irgendwo gelandet. Ach komm! Ah! Zarkan! Ups! Geschütz zerstört! Falls ihr euch fragt, wieso ich die ganze Zeit in Ego-Perspektive spiele, ich finde, das verleiht dem Ganzen einfach noch mehr diesen Star Wars
dieses Star Wars Feeling. Falls ihr versteht, was ich meine. Halt! Nicht dein Ernst, oder? Die müssen wir gleich weghauen. Da hinten. Irgendwie. Wenn wir da hinkommen sollten. Weil so geht's ja nun mal gar nicht. Oh, geil. Okay, wir sind wieder voll abgesackt. Vielleicht sollten wir doch eine andere Hand nehmen wieder mal. Wie viel steht's? Ah, okay. Jupp, das war's mit ihm. Scheiße, der hat 18. Scheiße. Noch eine Minute. Oh, wir sollten noch wirklich wieder eine andere Waffe nehmen. Jetzt wird gerade irgendwie zu offen geländig und mit der Erneuerungszeit, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht, wirklich nicht. Aber wir haben gewonnen, scheiße schon. Hey Jay, please stop using noob weapons. Aha. What? Ach schade, wir sind nirgendwo drin, ne? Aber egal, das war's auf jeden Fall wieder mit einer Runde Star Wars Battlefront. Hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst irgendwie ein Like oder einen Kommentar, falls ihr irgendwelche Ideen oder Anregungen habt. Und dann auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.